Finale in Kassel. Nach seiner Dauerkritik muss Toni jetzt zeigen, was er drauf hat. Er muss jetzt richtig abliefern. Heute sind wir kritisch. Hat der geborene Italiener den Mund zu voll genommen oder müssen die Kollegen heute seinen Sieg schlucken? Das ist wirklich versalzen. Ja. Vergessen Zucker, macht zu viel Salz dran. Nur ein Vorführeffekt oder etwa ein Konzeptproblem? Hat mich überrascht, weil ich ja bei Deutsch und Italienisch war und jetzt habe ich es Indisch gehabt. Die Latte hängt zu hoch für ihn, glaube ich. Er ist ein bisschen nervös. Im nordhessischen Kassel hat unsere Lokalschlacht den Höhepunkt erreicht. Noch liegt Rainer mit 35 Punkten einsam an der Spitze. Dorthin möchte jetzt Toni mit seiner Reblaus. Ob er das schafft, hängt auch von ihm ab. Starkoch Mike Süßer. Seine letzte Station der Woche, Hannover-Schmünden, 26 Kilometer nordöstlich von Kassel. Großes Finale, würde ich sagen, ne? Heißt große Aufregung, und zwar bei unserem Deutsch-Italiener Toni. Der ist nämlich jetzt am Start. Er sagt, er ist einer der teuersten, aber auch einer der besten. Das heißt, die Erwartungshaltung ist bei mir natürlich dementsprechend hoch, aber bei den Mitstreitern auch. Also was heißt es? Er verkauft Qualität und das schaue ich mir jetzt an. Seit gut 18 Jahren führt Toni die Reblaus. Doch zum heutigen Finale ist er so nervös wie am ersten Tag. Man hat den vermeintlichen Vorteil, am letzten Tag am Start zu sein. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch so ein Stück weit, jetzt muss man abliefern. Bis zu 90 Gäste haben in Tonis Lokal Platz. Und die bekommen hier ein abwechslungsreiches Angebot. Unser Küchenkonzept kann man durchaus als Crossover bezeichnen. Wir haben zum Beispiel eine mediterran geschmorte Kaninchenkeule. Aber wir haben auch ein Steak mit einer Kräuterbutter und Bratkartoffeln. Letztlich zählt einfach lecker. Das ist zufällig auch sein Motto. Hereinspaziert. Toni. Hey. Hi, Mike. Jetzt mediterran-italienisch, oder? Ja, total. Jetzt geht's los hier. Die ganze Woche nur rumgegessen und getrunken. Na gut, ich arbeite dran. Aber jetzt, heute geht's endlich los. Das ist dein schnuckeliger Laden? Genau, das ist die Reblaus. Wie lange bist du schon da? Fast 18 Jahre jetzt. 18? Ja. Oh, gut. Alles richtig gemacht. Schön. Gut, ich gehe dann. Das gibt's ja ganz selten. 18 Jahre ist der schon da. Toll. Das ist ein altes Fachwerkhaus. Draußen steht ein bisschen was dran, Tradition. Wir haben das peu à peu immer wieder umgebaut, ja, zu dem Schnuckelchen, was es heute ist. Optisch kommt das deutsch-italienische Konzept voll zur Geltung. Mit einem Schönheitsfehler. Du hast eine Aussage getätigt, die hat mich so ein bisschen verwundert. Ich bin eher der Teurere hier in der Region. Wir wollen halt weniger die Masse, als versuchen, wirklich auch die Klasse rüberzubringen. Das heißt, woher kommt die Ware, wie ist die Qualität, wie kann man damit arbeiten? Okay. Davon werde ich mich ja wohl überzeugen dürfen. Küche ist wo? In diese Richtung bitte, einmal nach oben. Dann los geht's. Jawohl. Na, wo ist denn Mike? Ach, er musste sich ja noch umziehen. Jetzt aber hurtig. Ja, Küche ist oben. Altes Haus, andere Regeln. Dann warte mal ab, bis du in die Küche kommst. Toni? Hey, Mike. Das ist altes Haus, andere Wege, ne, würde ich sagen. Und alles ein bisschen klein und eng, ne? Und alles ein bisschen improvisiert teilweise. Hier muss man auf jeden Fall schlank bleiben. Genau, so sieht's aus. Was gibt's denn? Spinat, würde ich sagen? Genau, wir machen heute ein veganes Gericht. Okay. Spinatknödel. Und damit nicht genug. Wir haben gesagt, pass auf, wir wollen das Ding auch glutenfrei haben. Ja, und, okay, also volle Keule, ne? Also das heißt, frei von tierischen Sachen, komplett. Und der Kleberstoff in Getreidesorten entfällt, somit glutenfrei. Genau. Dann arbeitest du mit Alternativen wie was? Buchweizenmehl und Kichererbsenmehl. Ja, okay. Alter, und mit dem trittst du an und willst mir 10 Punkte aus dem Leib leiern? Ich liebe Fleisch und Fisch und alles, das weiß jeder, aber ist cool. Na, mutig, vegan, bei Mike. Mindestens spannend. Jetzt mal ganz kurz für euch da draußen. Das wird kein klassischer Knödel. Man kann zum Beispiel Spinatknödel Tirol, ich lebe ja in Österreich, ne, da ist es zum Beispiel mit Brot, ne, wird in Scheiben geschnitten, gewürfelt, dann mit Ei, dann mit Milch, dann mit Muskat etc., Speck, Zwiebeln und damit Spinat drin. Gibt's hier nicht, komplett eierfrei. Wird der denn auch schön flaumig dann? Im Optimalfall ist das so, ja klar. Ja, ne? Bei Buchweizenmehl und so muss man schon ein bisschen, da muss man schon ein gutes Rezept haben. Das hat der 42-Jährige doch bestimmt. Immerhin will er gewinnen.
Wofür ist das Eiswasser gedacht? Man will so die Farbe ein bisschen erhalten. Ne? Ist ja Chlorophyll im Spinat erhalten. Eiswasser, Garprozess, sofort unterbrochen. Ja? Und dann bleibt der Spinat schön grün in der Farbe. Also erschrecken mit dem Gesicht hilft auch selbst bei meinem Gesicht nicht. Aber man braucht Eiswürfel. Ne? Wenn nicht, können wir das zusammen versuchen. Vielleicht hilft es ja. Bringt nichts. Brauchen wir doch Eiswürfel. Ja, ja, ja. Okay. Das sieht ja wie eine Comicfigur aus, ne? Oder? Jetzt fangen wir an, die Zutaten zusammen zu mischen. Aber ja, vorher, da wir jetzt ein bisschen mit den Händen arbeiten, wären so ein paar Handschuhe cool. Könntest du mir die mal geben, da oben? Ja, ich verstehe, dass ich das mache. Ja, also das ist mal ein enger Schlauch, ne, würde ich sagen. Also da muss man halt gut organisiert sein, das geht schon alles. Vor allem, wenn ein Profikoch wie Mike zur Seite steht. Pfeffer? Sehr gerne. Frischen Pfeffer aus der Mühle. Wichtig, Kichererbsenteig muss gut durchziehen, damit er bekömmlich ist. Geknetet ist es. Wie lange muss der ruhen? Mindestens eine halbe Stunde. Wenn es ein Stündchen wird, schadet das auch nichts. Also, und deswegen hast du einen vorbereitet, schätze ich. Genau, und den würde ich jetzt herholen. Dann los. Mike liebt gute Vorbereitung. So, hier ist jetzt der Teig, wie er fertig ist. Wir machen Knödel, 60 Gramm. Ohne Ei oder Käse muss das Eiweiß im Kichererbsenmehl die Klebstofffunktion übernehmen. Sieht gut aus. Was kommt als nächstes? Gut, dann kümmern wir uns um die Salsa, oder? Genau, fangen wir mit der Salsa an. Ich habe hier eine vegane Pflanzencreme, hat einen buttrigen, feinen Geschmack. Darf ich mal? Ja, bitte. Diese vegane Ernährung, total klasse, vegetarisch, vegan, das ist alles, hat alles seine Berechtigung. Aber man muss auch dann mal anzweifeln, so manches Mal, welche Ersatzstoffe man dann benutzt. Bei der Creme ist halt ein Butteraroma drin und so. Deswegen spreche ich das halt an. Gell? Aber du hältst dich 100% bei vegan dran. Und das finde ich wichtig, weil da gibt es ein paar, die schummeln. Ne? Na gut, solange die falsche Butter eine Ausnahme bleibt, wollen wir es verzeihen. Der Rest sieht ja gut aus. Jetzt erstmal mit Zitronensaft ablöschen. Also, da kommt jetzt die Säure. Und genau. Über den Ahornsirup holst du mir die Süße wieder, oder? Ganz genau, so sieht's aus. Mmh. Da habe ich jetzt schon Bock drauf, ganz ehrlich. Der Knödel macht mir Sorgen, ob mir der schmeckt. Jetzt müssten wir einfach nur noch die Beilagen erwärmen und das Ganze dann anrichten. Es bleibt spannend. Ist das Gericht gelungen, darf Toni auf viele Punkte von Mike hoffen. Und die sind später das Zünglein an der Waage. Gut, also so ist jetzt fertig, oder? Das ist jetzt das Gericht, wie es in der Karte steht. Und dementsprechend kannst du jetzt runtergehen. Ich schicke dir das Essen mit dem Fahrstuhl. Mal gucken, wer schneller ist. Komm, jetzt gehen wir mit. Und Action! Los, oder? Lauf los! Pass auf, jetzt, Wettrennen! Ich bin schneller. Ja. Mist, der schneller. Scheiße, der war schneller. Okay, beim nächsten Mal vielleicht. Ah, da ist er. Ich würde sagen, ich hab's geschafft. Ja, hast du, ja klar, natürlich hast du das. Eigentlich ein ganz einfaches Gericht, ne? Also, simpel gemacht. Also, wenn das jetzt dann auch noch schmeckt, muss ich echt einiges überdenken in meinem Leben. Ne? Was würde das jetzt kosten? Weil du sagst ja, du bist jetzt nicht der Günstigste, aber da nimmst du was für? Habe ich nicht im Kopf, müsste ich nachschauen. Ja, das, schau mal ruhig nach. Wüsste ich auch nicht bei veganem Essen. Entschuldigung. Ah, es sind 14,80. 14,80, okay, ja. Nein. Finde ich auch gut. Also, es muss einfach auch ein bisschen was kosten. Es ist wirklich hochwertig. Jetzt geht's um die Tofu-Wurst. Kann das rein pflanzliche Essen einen Fleischliebhaber beglücken? Einerseits hoffe ich, dass Mike aufgeschlossen genug ist, um das auch richtig einzuordnen. Und andererseits finden wir unser Gericht natürlich auch gut und lecker. Sonst hätten wir das ja natürlich gar nicht erst angeboten. Mmh, der Geschmack ist super. Schön. Ja. Freut mich sehr. Muss ich, also sage ich gleich. Schärfe kommt jetzt. Passt gut mit den Trauben. Mike kann ja gar nicht mehr aufhören. Ein gutes Zeichen. Es hat mit dieser Creme, diese vegane Creme, trotzdem dieses Buttrige. Ja, okay, ja. Das ist ein Butteraroma, da kann man mal vielleicht sagen, okay. Aber es ist 100% vegan. Und so sage ich mir, yippie-yay. So was könnte ich mir dann auch 2-3 Mal die Woche reindrücken. Ne? Habe ich nicht mit gerechnet, war wirklich lecker, muss ich sagen. Und geiler Knödel. Also Spinat pur und so ein bisschen dieser Curry-Geschmack, es war alles, es war echt gut, muss ich sagen. Ich würde sagen,
ein wahnsinnig spannendes Finale. Mich mit einem veganen und glutenfreien Gericht zu überzeugen, finde ich richtig mutig. Und wisst ihr was? Es war richtig lecker. Also wenn er das durchzieht jetzt bei den Mitstreitern, dann ist das richtig, richtig gut. Also wünsche ihm viel Erfolg.